Was geht ab, ihr Stinkerin Stinker? Heute gucken wir uns mal eine Insel an, die du niemals betreten darfst. Die gesamte Regierung, die gesamte Menschheit verbietet es. Und warum? Das werdet ihr heute herausfinden. Wenn es euch gefällt, lasst mir mal einen Daumen nach oben. Das schaffen wir auf diesem Video. 648,5 Likes. Was? Hey Leute, manche Hallo. Dinge verstehen wir erst bei näherer Betrachtung. Denn vieles scheint auf den ersten Blick ganz anders, als es in Wahrheit ist. So ging es uns auch mit dieser idyllischen Insel mitten im Indischen Ozean. Denn sie sieht vielleicht nicht so aus, aber tatsächlich haben wir es hier mit der wohl gefährlichsten Insel der Welt zu tun. Wieso, weshalb, warum und was dieses mysteriöse Schiffswrack und dieser Mann damit zu tun haben, das erklären wir euch im heutigen Video. Ach ja, und wenn ihr neu hier seid, würden wir uns natürlich auch über ein Abo freuen. Und damit ihr auch in Zukunft keins unserer Videos mehr verpasst, aktiviert am besten jetzt gleich die Glocke. Aber jetzt geht's erstmal mit dem Video los. Let's go. Ich bin gespannt, Alter. Check gibt's nicht ab. Sehr gute Videos. Auf geht's, Leute. Yalla! Die Insel. Glasklares Wasser, ein verlassener weißer Strand und dahinter ein leuchtend grüner Dschungel. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, richtig? Ja. Und ja, was sollen wir euch sagen, Leute? Das ist die Insel mit dem Namen North Sentinel Island auch. Zu schön, um wahr zu sein, aber trotzdem real. Erstmals entdeckt, aber nicht betreten, wurde sie 1771 vom Briten John Ritchie. North Sentinel Island ist nur 60 Quadratkilometer groß und die westlichste Insel der zu Indien gehörenden Inselgruppe der Andamanen im Indischen Ozean mit dichter tropischer Vegetation. Ein wunderschöner Fleck Erde, will man also meinen. Bro, ich fühle mich gerade wie im Erdkundenunterricht. Ich habe gar keinen Plan. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo das liegen soll. Doch der Schein trügt, denn die ach so schöne Insel zählt zu den gefährlichsten Orten der Welt. Was? Und sollte einer von euch es jemals wagen, auch nur einen Fuß auf diese Insel zu setzen, bedeutet das wohl oder übel den sicheren Tod. Denn hier lebt das Volk der Sentinelesen. Die Bewohner. Möglicherweise lebt kein anderes Volk auf der Erde noch isolierter als die Sentinelesen, die heute auf North Sentinel Island zu Hause sind und als extrem gefährlich eingestuft werden. Es wird vermutet, dass sie direkte Nachfahren der ersten Menschen sind, die auf ihrer Wanderung aus Afrika vor ungefähr 55.000 Jahren die Andamaneninseln besiedelten. Auf North Sentinel Island sollen nach der letzten Schätzung im Dezember 2013 rund 50 Einwohner von ihnen leben. Doch es können auch hunderte mehr sein, die sich in den dichten Wäldern der Insel verstecken. Bro, das müssen ja mehr sein, oder? Ich meine, das sind 50 Stück so und wenn die da schon seit Jahren leben oder seit 10, 50, 100 Jahren leben, die machen ja auch, also, die nehmen sich halt ab und zu mal in den Arm und sagen, oh Mann, Alter, ich hab dich so lieb, Alter, oh Mann, was denn das jetzt? Wieso hast du auf einmal so einen fetten Bauch? Warum ist da jetzt auf einmal ein kleines Kind? Die Tatsache, dass ihre Sprache sich selbst von denen anderer andamanischer Völker stark unterscheidet, spricht ebenfalls dafür, dass sie seit Jahrtausenden kaum Kontakt zu anderen Menschen hatten. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie heute noch genauso leben wie vor 55.000 Jahren. Denn obwohl diese Menschen beispielsweise häufig als steinzeitlich bezeichnet werden, fertigen sie heute ebenfalls Werkzeuge und Waffen aus Metall, das sie zum Beispiel von gestrandeten Schiffen einsammeln. Und was es genau ist mit diesem Schiffswrack hier auf sich hat, erklären wir euch gleich auch noch. Ach ja, und falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. So wissen wir Bescheid. Von uns werden diese Indigenen... Lasst hier mal lieber ein kostenloses Abo da. Jeden Tag ein neues Video. Los jetzt, du kleiner Racker. Alter, mach jetzt! ...als furchteinflößend angesehen, nur weil sie wild und rückständig leben. Ihre Unaufgeschlossenheit gegenüber Fremden ist jedoch verständlich, da sie von Außenstehenden immer wieder viel Gewalt im Laufe der Zeit erfahren haben. Und das nur, weil sie sich nicht zivilisieren lassen wollten, weil sie weiter in Isolation leben wollten. Krass. Fernab von Modernisierung und anderer Gesellschaft. Die Begegnungen. So liegt es. Aber die wissen ja auch gar nicht dann, was ein Handy ist, oder? Die wissen gar nicht, dass es so YouTube gibt, dass du, keine Ahnung, TV gucken kannst, dass du mit deinen Freunden schreiben kannst und so. Bro, die leben da in dieser Insel und das war's. Die wissen, da ist Wasser, da sind Boote und es gibt andere Menschen, die immer auf die Insel kommen wollen. Mehr wollen die nicht wissen. Die wollen ihr Ding machen. Krank, ne? Dass aber auch die gesamte Welt sagt, okay, ey, es ist verboten, das ist eure Insel, niemand darf da betreten, macht, was ihr wollt, so, ey. Wohl in krass, der Natur ne? der Menschen besitzergreifend zu sein und man versuchte im Laufe der Geschichte immer wieder Kontakt zu den Sentinelesen aufzunehmen und sie der Gesellschaft anzupassen. 1880 betrat der Brite Maurice Fidel Portman als erster Europäer die Insel und verschleppte gleich mal einige Sentinelesen, die aufgrund ihrer starken Isolation nicht immun gegen die damaligen Krankheiten waren und so schnell erkrankten und schließlich starben. Digga. 1896 entkam ein indischer Sträfling auf einem Floß und gelangte auf die Insel. Und ja, was soll ich sagen, die Suchmannschaft fand ihn wenige Tage später von Pfeilen getroffen und mit
durchgeschnittener Kehle. Boah. 1974 versuchte dann der österreichische Forscher Heinrich Harrer mit den Sentinelesen Kontakt aufzunehmen, wurde aber mit Pfeil und Bogen bedroht und zog sich deswegen zurück. Krank. 1975 hat man sich dann nochmal im Rahmen einer Doku der Insel mit einem Boot genähert und versucht, die Menschen mit Geschenken wie Kokosnüssen und anderen Lebensmitteln zu besänftigen. Diese Bilder sind bisher einige der wenigen Aufnahmen, die das Volk zeigen. Und dies sollte auch das einzige friedliche Zusammenkommen gewesen sein. Denn am 2. August 1981 kam es zur nächsten Begegnung, als dort ein Schiff wegen eines Taifuns strandete. Wegen der hohen Wellen schafften es die Sentinelesen allerdings nicht bis zur Besatzung. Die 33-köpfige Crew wurde dann mit einem Hubschrauber gerettet. Wow. Letztendlich gab man den Kontaktversuch auf und die Insel wurde 1996 zum Sperrgebiet erklärt. Bro, wie krank ist das so? Da wirst du strandest, du willst kein böses Blut, nichts. Da ist ein Sturm und du wirst einfach so ins Wasser gespült. Bro, die kommen einfach und wollen dich direkt abstechen. Die wollen einfach, Alter, die wollen nur, dass sie auf dieser Insel, die haben Angst vor jedem, die wollen zeigen, das ist unser Revier. Bro, ist das krank, ne? Dass sowas noch existiert, Alter. Der Besuch der Insel ist seither verboten und wird von der indischen Marine sowie der Polizei überwacht. Wow. 2004 kam es, falls sich einige von euch noch erinnern können, zu einem Erdbeben im Indischen Ozean. Insgesamt starben durch das Beben und seine Folgen etwa 230.000 Menschen. Wow. Davon allein in Indonesien rund 165.000. Krank. Über 110.000 Menschen wurden verletzt. Über 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos. Die Krank. Regierung wollte sich anschließend auch ein Bild von North Sentinel Island und den Einwohnern machen. Bei ihrem Versuch, mit einem Hubschrauber die Insel zu überfliegen, wurde dieser allerdings mit Pfeilen beschossen. Was? Ein klares Zeichen der Sentinelesen, auf unsere Hilfe auch bei solchen Katastrophen nicht angewiesen sein zu wollen. Am 17. November 2018 kam es dann zum jüngsten Ereignis, als der 26-jährige US-Amerikaner John Allen Chow die Insel aufsuchte, um den Stamm zu Gott zu bekehren, wurde er mit Pfeilen durchbohrt und getötet. Anschließend wurde er wohl mit einem Strick um den Hals über den Strand gezerrt und dann achtlos begraben. Einfach krass. Bro, sind wir in einem Horrorfilm? Bruder. Oh mein Gott, ist das krank. Alter, yo, ich komm gar nicht drauf klar, Junge. Ich hab mit viel gerechnet, aber nicht mit sowas. Krass, oder? Dass es in der heutigen Zeit noch eine derartige Zivilisation gibt. Aber wir denken gerade deshalb, sollte das Mysterium um die Sentinelesen und North Sentinel Island unbedingt gewahrt bleiben. Man muss respektieren, wie diese Menschen leben wollen und wertschätzen, dass es in unserer heutigen, modernen Gesellschaft auch noch solche Urvölker gibt. Ihr könnt euch jetzt noch anschauen, was es mit diesen Ja, Mann, Alter, no joke. Ey, die soll man einfach in Ruhe lassen, die sollen ihr Ding machen, die schaden niemanden. Die sind auf ihrer Insel, die gehen nirgends anders hin, die wollen nichts anderes. Lasst ihr einfach in Ruhe, geht da nicht hin, so, wir gehen jetzt da hin und boah und krass, wir freuen uns an und so, Alter, lasst sie doch einfach, man hat doch jetzt gesehen, die wollen es nicht. Deswegen, ladies and gentlemen, war ein geiles Video, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid, checkt, gibt's nicht ab, Dankeschön und jetzt bitte schalt ab, was bist du denn immer noch da, es ist doch